Und heute zu Gast in der Devisenbörse ist Dr. Mirko Hecker, Vorstand der Wolf und Hecker Finanzconsulting AG. Schönen guten Tag, Herr Dr. Hecker, nach Stuttgart. Schwache US-Daten gestern haben den US-Dollar belastet, den Euro gestärkt. Jetzt gibt es ja in dieser Woche auch noch einige spannende Ereignisse. Wo sehen Sie denn aktuell das bessere Umfeld? In Europa oder in den USA? Ja, schönen guten Tag. Der von Ihnen angesprochene Einkaufsmanager-Index ist in der Tat gestern überraschend schwach ausgefallen. Wir haben den schwächsten Wert, den tiefsten Wert seit nunmehr 4 Jahren. Das hat den US-Dollar eben kurzfristig belastet. Das eigentlich Überraschende war dabei, dass man eigentlich davon ausgegangen war, dass die Konjunktur in den USA im Moment eigentlich recht gut läuft, und durch diese Werte haben wir jetzt hier einen gewissen Dämpfer bekommen. Wenn wir uns das aber mal längerfristig anschauen, sind wir durchaus davon überzeugt, dass dieses Umfeld in den USA nach wie vor recht gut ist. Der private Konsum läuft sehr gut. Die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal war plus 2,5% in den USA. Und auch die Verschuldung scheinen die Amerikaner irgendwann auch wieder in den Griff zu bekommen. Also insofern nach wie vor eigentlich ein relativ gutes Umfeld für den US-Dollar im Vergleich zum Euro. Was heißt das dann für das Währungspaar Euro-Dollar? Wie sind Sie da für den Euro gestimmt? Eher optimistisch oder eher pessimistisch? Naja, wenn man sich mal die Konjunkturdaten und die volkswirtschaftlichen Daten der beiden Länder jetzt hier gegenüber anschaut, wir haben in der EU ein Wachstum im ersten Quartal von minus 0,2%. Das zweite Quartal könnte vielleicht schon etwas besser werden. Ein Anspringen der Konjunktur, also ein Turnaround, erwarten wir eigentlich nicht vor dem zweiten Halbjahr 2013. Da ist das Umfeld eher verhalten. Wenn wir uns dagegen über die USA anschauen, ich sagte es eben schon, im ersten Quartal plus 2,5% BIP-Wachstum. Das ist eigentlich, insofern sprechen da viele Faktoren jetzt eher im Moment für den US-Dollar aus unserer Sicht. Dann sprechen wir weiter über den Dollar, allerdings im Bezug zum Yen. Da hat sich der Yen ja zuletzt erholen können. Heute geht es allerdings dann schon wieder nach unten. Was, nur eine kurze Verschnaufpause? Ja, also der Yen oder der Dollar kämpfen im Moment mit der 100-Marke, mit der 100er-Marke, und insofern sind da sicherlich viele Bewegungen auch im Moment sehr stark, eher kurzfristig technisch motiviert. Also das würde ich nicht überbewerten. Man muss sich ja mal anschauen, der Abwärtstrend des Yen dauert ja nun seit ungefähr Oktober 2012 an. Der ist nach wie vor völlig intakt, auch wenn es mal immer wieder mal kleinere Schwankungen nach oben oder unten davon ausgehend gibt. Das hat ja auch gute Gründe, dass das so ist. Die japanische Notenbank führt ihren Kurs der starken geldpolitischen Lockerung weiter fort. Und insofern, solange sie daran weiter festhält, gehe ich nicht davon aus, dass wir hier jetzt eine deutliche Trendwende sehen werden kurzfristig. Wenn wir auf die Notenbank in Australien schauen, da haben wir noch andere Zinssätze, 2,75%. Der wurde gestern auch dabei nochmal bestätigt. Der Leitzins bleibt also bei 2,75%. Wie interessant ist denn der Aussie-Dollar derzeit für den Anleger? Naja, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, der starke Aufschwung des Australdollars seit ja nunmehr 2, 3 Jahren, da gab es ja viele Gründe dafür. Zum einen natürlich die Flucht, insbesondere aus dem Euroraum raus in Währungen eben wie den australischen Dollar. Das hat mit der Beruhigung in der Eurozone natürlich deutlich nachgelassen, diese Verschiebungen. Das heißt, Gelder werden jetzt wieder aus dem Australdollar zurückgeführt. Und der zweite Aspekt ist, dass der Australdollar klassischerweise natürlich eine Rohstoffwährung ist, und aufgrund des mittlerweile doch etwas schwächeren Wirtschaftswachstums in Asien und insbesondere auch in China, wo sehr viel natürlich auch der Rohstoffe aus Australien hin exportiert werden, hat auch das dazu beigetragen, dass jetzt die letzten Wochen der australische Dollar doch etwas abgewertet hat. Besten Dank an Dr. Mirko Hecker, Vorstand der Wolf und Hecker Finanzconsulting AG. Schönen Tag Ihnen. Danke Ihnen.